Moin Moin, Katrin Witt hier. Ich grüße alle Tierliebhaber und wissbegierigen Menschen da draußen. Heute geht es um das allgemeine Verständnis der Zusammensetzung, unter anderem die verschiedenen Deklarationsarten. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, auf die Missstände der Futtermittelindustrie aufmerksam zu machen. In diesen Videos und in meinen weiteren Videos wird es darum gehen, wie man gutes Hundefutter oder Katzenfutter vom weniger guten Hundefutter oder Katzenfutter unterscheiden kann. Bevor es richtig losgeht, möchte ich noch eins sagen. Und zwar möchte ich kein spezifisches Futter irgendwie in einer Art und Weise schlecht machen, sondern ich möchte euch dazu animieren, euer jetziges Hundefutter anzuschauen oder Katzenfutter oder das, was ihr euch vorhabt zu kaufen demnächst, dass ihr wirklich auf die Zusammensetzung schaut, auf der Rückseite. Manchmal sind sie wirklich kleingedruckt, aber schaut wirklich hin und analysiert das Ganze. Wenn ihr aufmerksam meine Videos verfolgt, dann werdet ihr selber herausfinden, welche Hunde- oder Katzenfutterhersteller gutes oder weniger gutes Hunde- oder Katzenfutter herstellen. Nun, da es in diesem Video um das allgemeine Verständnis der Zusammensetzung geht, möchte ich euch hier und jetzt ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Noch ganz kurz vorweg, warum ist eigentlich gutes Hunde- oder Katzenfutter so wichtig für eure Tiere? Die Ernährung eures Tieres macht einen ganz großen Teil seiner Gesundheit aus. Denn das heißt, dass eine gesunde Ernährung durchaus die Lebenserwartung eurer Fellnase steigern kann. Denn unzureichendes Futter kann viele Krankheiten auslösen, wie Diabetes, Magen-Darm-Probleme, Juckreiz, Allergien, Gelenkschäden und sogar Krebs. Tipp 1! Ein gutes Hunde- oder Katzenfutter erkennt man nicht unbedingt an der Marke oder an dem Preis, sondern an der Zusammensetzung. Tipp 2! Grundsätzlich gilt, was an erster Stelle der Zusammensetzung steht, davon ist auch am meisten drinne. Leider tricksen da viele Futtermittelhersteller. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, ich habe hier mal ein Video verlinkt, was ich vor kurzem gemacht habe. Wenn euch ernsthaft mit der Fütterung eures Tieres beschäftigt, dann schaut euch das unbedingt an. Tipp 3. Das wisst ihr jetzt bestimmt schon, aber ich möchte es nochmal erwähnen, weil es extrem wichtig ist für die Ernährung unserer tierischen Familienmitglieder. Hunde und Katzen sind Fleischfresser und darauf ist auch die Verdauung ausgelegt. Katzen sind noch viel mehr Fleischfresser als Hunde. Neuerdings behaupten ja einige, dass die Hunde sich der Zivilisation des Menschen angepasst hat und somit nur noch kaum Fleisch benötigt. Dabei vergessen viele, dass die Hunde einen viel kürzeren Darm haben als die Pflanzenfresser und somit gar nicht die Möglichkeit haben, die pflanzliche Nahrung in ihre Bestandteile aufzuspalten und somit ihre Nährstoffe draus ziehen zu können. Tipp 4! Umso hochwertiger das Futter, umso weniger muss verfüttert werden und umso besser können unsere Tiere auch die Nährstoffe aus der Nahrung ziehen und umso seltener müssen sie dann natürlich raus und umso kleiner wird natürlich auch das Geschäft, was sie verrichten. Ne? Tipp 5! Achtet unbedingt auf eine offene Deklaration. Es gibt drei Deklarationsarten. Einmal die halboffene, einmal die geschlossene und einmal die offene Deklaration. Wenn ihr mehr zu den Deklarationsarten wissen möchtet, dann müsst ihr einfach nur hier oben auf das Video klicken. Das ist einer der Basis, das Basisverständnis, was man sich aneignen sollte, weil in diesem Bereich spielt sich eine sehr, sehr große Grauzone ab und man sollte dort Bescheid wissen, um halt ein gutes Futter von einem wenigen guten Futter unterscheiden zu können. Da das Video ein bisschen länger gedauert hat, als ich gedacht habe, habe ich einfach daraus zwei Teile gemacht. Den zweiten Teil habe ich euch hier einfach verlinkt. Ja, danke, dass du dir das Video angeschaut hast und dich damit für die Ernährung deines tierischen Wegbegleiters interessierst. Das machen nicht alle Tierbesitzer, also vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Okay, das war's für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du das mit deinen Freunden teilst und das Video positiv bewertest. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, welche Themen ich noch erklären soll oder mit welchen Themen ich mich noch beschäftigen soll, dann schreib es bitte in die Kommentare. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, denn wir wollen uns nicht mehr von der Futtermittelindustrie veräppeln lassen. Und ja, so verpasst du halt kein Video mehr von mir. Danke und bis zum nächsten Video. Deine zum Aufklären berufene Katrin Witt.